Komm schon. We get it. We can get it. Ah. Fast. Yes. Meine. Mein Schatz. Sorry, Niederstein. Muss leider sein. Ein Lavafall. Hallöchen, Leute, und willkommen zu der 13. Folge von Michi spielt Minecraft. Ja, wir sind hier gerade im Nether. Und ja, ich bin auf große Reisen gegangen. Ich habe in meinem Backup, also da bin ich in alle Richtungen gelaufen von meinem Portal aus. In die, in die, in die und zum Schluss noch in die, also nach Westen. Und da bin ich jetzt mehr als 700 Blöcke hin, also in diese Richtung. Und ja, ihr seht hier schon den Pflasterstein. Ich habe über Lavaseen drüber gebaut, habe versucht immer auf dem ziemlich gleichen Level zu bleiben, weil da will ich auch dann später noch eine, ja, Lorenschiene bauen, für Loren halt, dass wir da schneller hin und her kommen, von Portal zu, ne, was habe ich hier wohl gesucht in diesem Nether, so lange, was war's, ihr könnt jetzt raten, 3, 2, 1, es war ein Nether Stronghold. Hier haben wir ihn und ja, also in meinem Backup habe ich zuerst mal gesucht, dann habe ich ihn gefunden und dann habe ich in meiner echten Welt, also nicht mehr im Backup, obwohl es auch ein Backup ist, halt dann das hier so richtig gesucht, also ohne zu cheaten oder so. Ganz normal mit Pflasterstein und so, wie gebaut. Ja, und jetzt bin ich hier dran angekommen, habe es vorhin auch schon ein bisschen durchsucht, habe leider nicht aufgenommen. Aber ich kann es euch ja jetzt nochmal schnell zeigen, indem ich ein bisschen drüber laufe. Ja, also der Stronghold ist nicht wirklich der größte und normalerweise sollten die viel größer sein. Ich stelle mir diese Nether Strongholds immer so vor wie die in der Oberwelt. Und die sind ja auch viel... Das dachte ich schon, da ist noch ein weiterer Pfosten, weil da hinten ist eigentlich nichts mehr. Aber das war wohl nicht der Fall. Vielleicht haben wir in der Nähe trotzdem noch einen weiteren Stronghold. Weil die in der Oberwelt, die sind ja auch immer so groß, die Strongholds. Und die hier sind irgendwie ein Klacks dazu. Naja, ein Klacks jetzt nicht, aber sehr wenig halt, ne? Wenn man das so sagen kann. Und ich stelle mir die schon ein bisschen größer vor. Aber die sind so selten. Ich habe, ich sage mal, im Radius von 1000 Blöcken findest du nichts. Oder, ja, sehr selten halt. Kommt darauf an, welchen Nether man findet. Manchmal ist Bomben auch gleich neben so einem oder in so einem Stronghold oder manchmal nicht. Ich hatte halt ein bisschen Pech. Ist halt scheiße. So, dann hat... Ich habe die Chests auch noch liegen lassen. Die Chests, die man jetzt bekommt im Snapshot 13W19A oder davor, glaube ich, auch schon. Also 18 und 17 können sein. Und ja, also hier haben wir schon die Nether-Watson abgebaut. Hier, glaube ich, sind keine mehr, aber wir haben irgendwo noch die Nether-Watson liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr im Inventar hatte. Weil die erstmal wachsen sollen. Und bei 42 erstmal reichen. So, also man kann hier runter. Dann finden wir hier Chests. Und ja, die habe ich schon alle ausgeleert. Ihr seht auch schon, mein Inventar ist voll. Hier sind die Nederwarzen, die wir noch nicht abgebaut haben. Und dann hier hinter. Waren wir auch schon und so weiter. Also wir waren überall schon. Und wir sehen. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie oft diese Chests vorkommen. Und vielleicht haben sie diese Strongholds jetzt auch seltener gemacht, weil hier ist eine Chest, hier ist eine Chest und hier ist eine Chest und hier ist eine Chest. Und ich habe hier 3 Diamanten gefunden, da einen, ihr seht schon 4 Diamanten. Und dann sehr viele Feuerzeuge, Sattel, also Sattel, findet man ja nur noch in Strongholds und in Dungeons, glaube ich. Ja, und diese Rüstung, das ist sehr geil, dass man die Rüstung auch stacken kann, nicht so wie die normale. Vielleicht kommt es ja auch mal, ne, dass man normale Rüstung, also sowas hier, stacken kann. Das wäre schon recht nice. So, und dann gibt es hier noch einen kleinen Weg, wo ich auch schon war. Leider. Und das war dann ziemlich der Nether, wenn es da noch, oder nicht noch, diese Spawner gäbe, ne? Diese Lohen-Spawner, ja genau. Wir haben nämlich 2 Lohen-Spawner gefunden. Und die sind hier. Und da bin ich auch schon einmal gestorben. Ich hatte nämlich eine Silk-Touch-Pick dabei, also hier ist der erste. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon wieder auf Schwierigkeitsgrad. Ja, friedlich.
weil ich nämlich beim Weg zu diesem Stronghold, da muss ich einfach aufpassen, weil ich bin... Diese, die darf man nicht unterschätzen, diese Lohen. Man muss ihnen Respekt geben. Sie sind nämlich echt so stark. Und deswegen ohne Rüstung ein bisschen schwer. So, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf Peaceful bleibe. Wenn es kritisch wird, steige ich schnell um. Wir rennen mal noch ganz schnell durch. Also hier ist ein Spawner und hier drüben ist der andere. Da ist auch noch ein bisschen Fortress, aber das ist nicht mehr viel. Und übrigens sind da auch keine Chests mehr. Und hier ist der andere. Also man könnte sie verlinken, also damit mit beiden Spawnern eine Falle machen. Aber ob ich das machen will, weil es ist immer so kompliziert, die Blazes oder die Lohen halt zu transportieren. Also dass die halt in dem Mittelpunkt dann sind, ne? Man kann sie ja nicht mit... Also mit Lava, glaube ich, geht es ganz schwer. Mit Pisten ist es auch manchmal richtig buggy. Habe ich ja bei Iso gesehen, wie es er gebaut hat. Ja, da braucht man schon richtig viel Redstone. Und es ist auch sehr kompliziert eigentlich. Weil bei mir ist es ja nicht genauso wie bei Iso, also... Ja, also von dem her... Ich würde mal sagen, das war es jetzt auch schon wieder hier. Hier waren auch schon mal Treppen, oder waren hier nicht... Hä? Ist mir das jetzt irgendwie... Naja, den Leuchtstein bauen wir dann auch mal ab. Also, habe ich den Satz schon vollendet, dass ich... Holy shit! Oh mein Gott. Habe ich den Satz schon beendet, dass ich in... Oh, nee, oder? Ach komm, ey, lass mich doch mal gehen jetzt. Bam, in your face. Oh. Ja, also, ich rede hier mal noch kurz zu Ende. Ich habe meine Silk Touch Pick verloren, ne? Und zwei Eisenpicks, die habe ich aber aufgebraucht, nicht verloren. Hier seht ihr drei goldene Schwerter. Ja, die habe ich verloren, während ich dort gestorben bin. Ich habe es nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich hatte eine Lohe ihn, also die Pick, angezündet. Was ziemlich schade ist. Naja, also ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder in meiner Oberwelt. So, und hier sind wir jetzt auch schon, Leute. In meiner Basis und ja, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ich habe den das Chestlager ein bisschen verkleinert und wieso sind diese Loren so laut? Naja, also kommen wir wieder zur Sache. Ich habe dieses Chestlager verkleinert und zwar auch ein bisschen geändert. Der Boden ist jetzt aus Sandstein und Quarz, also das hier. Und hier habe ich das so gemacht, dass es hier auch drei breit ist. Und dann hier das da. Wie bei den Truhen auch. Nur da geht es nicht auf. Aber es ist trotzdem recht geil. Und ja, vielleicht können wir da noch ein Log reinsetzen. Aber naja, hier habe ich dann Steinziegelhänder und Treppen. So ein Design halt gemacht. Die Decke, da habe ich schon eine Idee für die Decke. Ich will nämlich eine Pixelart reinsetzen. Und zwar eine Truhe. Weil passt ja gut zu einem Chestlager, ne? Eine Truhe. Und ja, da macht man eine Truhe hin. Wenn ich aber dann... das geht ja erst, wenn ich genug schwarze Wolle habe. Hä? Wo ist übrigens meine schwarze Wolle hin? Das ist eine gute Frage. Ah, da ist sie. Gut, also wir müssen Tintenfische suchen. Da habe ich auch von welche gesucht, aber ich habe keine gefunden. Wirklich keine. Ich habe auch hier keinen recht großen Ozean in der Nähe. Also, ich habe mich schon umgeschaut, habe keinen gefunden. Vielleicht bin ich aber nur zu dumm. Aber das glaube ich eher nicht. Also, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weitergehen, um dort Tintenfische zu bekommen. Also, Tintenfisch-Säcke. So. Gut. Hier habe ich Lampen reingemacht. Und ich habe es noch nicht gesagt, oder? Ich habe nämlich die jetzt... Also, das Chester habe ich kleiner gemacht, habe ich gesagt. Aber halt wie kleiner? Das waren hier immer 5 Reihen, ne? Also, 5 Reihen so... 4 hohe Stapel von Doppelchests. Wenn man das so sagen kann. Und jetzt sind es nur noch 4. Und es passt. Jetzt passt es auch viel besser. Weil es sind nämlich an jeder Reihe immer jetzt nur 4, 8, 16. 4, 8, 12, 16. Das sind 16, das sind 16, das sind 16. Also an jeder Seite 16 Chests. Da sind 16 plus 16 plus 16 sind. 10 plus 10 plus 10 ist 30. 6 plus 6 plus 6, 6, 12, 18. 48. Stimmt das? 48 Chests. 48 Doppelchests.
Insgesamt, ja, wir müssen halt ein bisschen übertreiben. Oh, das Geräusch regt so auf. Mal schauen, ob ich das irgendwie ausstellen kann vielleicht. Nee, geht glaube ich nicht. Also das Geräusch schon, aber halt, ne? Die Party. Dass das Minecart immer rollt. Also ich muss hier ein bisschen übertreiben, damit die auch alle folgen in die Chests. Zum Beispiel... ja, hier, die sind jetzt leer, weil ich die ja umgestellt habe. Aber mit was habe ich denn übertrieben? Ja, mit dem vielleicht. Da werde ich nie so viele bekommen und dann auch nicht anwenden. Also man muss auch übertreiben, wenn ich da jetzt schon so viel Chests habe, weil da nochmal 8 Chests mehr war eh schon zu viel, habe ich mir gedacht. Und dann, ja, baue es einfach um. Das habe ich jetzt gemacht. So, also das war's hier mit dem Chestlager. So, dann haben wir hier einen Creeper. Den wollen wir gleich mal killen. Bro, bis mein neues Goldschwert gleich mal austesten. Hä? Oh. Nope, Bro. So weit kommt's nicht. Haha. Quick Call. Close Call, meine ich. So. Also. Wir sehen uns gleich wieder, glaube ich, in einem nächsten Cut. Hier sehen wir mal unsere Vorräte. Und ja. Also. Oder was soll's? Oder ja. Nee. Ja. Bis gleich, Leute. Meine Mission ist es, diesen Ort ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Let's do it. So, wir sind jetzt auch schon fertig hier. Und ich glaube, es ist ziemlich gut geworden. Wir können jetzt noch, oder wir können nicht, sondern wir machen es. Wir tun jetzt noch ein bisschen mit Knochenmehl. Ein bisschen rumspielen und bauen ein paar, also pflanzen ein paar Bäume in den Boden. Ja, nehmen wir mal die ganzen Knochen hier. So, da haben wir ja schon welche. Vom Skelett wahrscheinlich. Ja, dann so. Dann machen wir das hier ein bisschen schöner und nehmen wir noch ein paar Setzlinge. Ja, Birke vielleicht nur, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und die bauen wir dann nicht ab, die bleiben dann da. Und vielleicht tun wir noch ein Licht rein in die Bäume. Mal schauen. Mit Gras wird es dann noch viel, viel schöner. Also Gras macht echt sehr viel aus. Glaubt's mir. So, dann bauen wir ein paar Bäume an, würde ich sagen. Also so sieht das genau aus hier jetzt. Hier möchte ich auch noch Bäume anpflanzen. So wäre doch schön. Und wenn hier einer hinpasst, wäre auch geil. Machen wir dann nochmal Eiche. So. Dann hier nochmal einer. So, dann hier habe ich jetzt auch Gras hin, weil es gefällt mir einfach besser und da würde, glaube ich, hier im Baum ganz gut passen und hier vielleicht machen wir hier. So, ist ganz schick, finde ich. So, und dann schauen wir das mal von der Weide aus an. Also eine Frage war noch bei Maryland 1991 dabei. Ja. Was ich für Hobbys habe, von der Seite halt von Minecraft, also nicht jetzt Minecraft, sondern was anderes. Also ist ja ganz klar, Minecraft ist mein Hobby, aber was habe ich noch so für Hobbys? Ja, Freunde treffen, Schule, nicht Mann. Fußball spielen, ist auch ganz geil. Und ja... Ich spiele eigentlich jeden Tag, fast jeden Tag, nachmittags Fußball. Also in der Schule, mit meinen Freunden, nachmittags. Weil ich ja eine Ganztagsklasse bin, ne? Vielleicht kennt ihr sowas gar nicht. Das ist was ganz Neues. Ich bin die erste Klasse, die sowas macht, glaube ich. Also in unserem Landkreis. Oder, ja, was auch immer. Und, ja, deswegen, ne? Ja, weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich dann immer bis 3:30 in der Schule. Ist ein bisschen lang, aber naja, was willst du machen? Und ich hab, oder ich muss im September dann auch mal mit der Arbeit anfangen, also, ne, Job und so. Wisst ihr Bescheid? Ich habe natürlich schon eine Lehrstelle
Aber naja, also von dem Thema will ich jetzt erstmal nicht reden. ja, also was gibt es denn noch so für Fragen? Ja, das glaube ich waren alle Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu oder an mich habt, dann schreibt die in die Kommentare und ich finde, dass es hier ganz schön gut aussieht jetzt. Würde mal sagen, pflanzt mal hier noch ein Setzling hin. So, und dann, wenn das ein großer Baum wird, dann wäre das perfekt. Wow, Überraschung, wir haben einen verdammt Handy, halt doch mal dein Maul. Wir haben einen Spawner neben unserer Basis, ja. Und ich habe noch nicht bemerkt. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Sattel oder so drin sein wird. Also Sattel schon, aber... ja. Namen, Schild oder so nicht. Schau mal. Ja. Weil in der Version, wo ich die Welt generiert habe, gab es ja das noch nicht, ne? Also, gut. Okay. Ja. Das wollte ich hier nur mal so klarstellen, ne? Dass hier ein Spawner ist. So, meine Lieben, die Schweine und... Ja, ich spoil jetzt mal lieber nix und ihr werdet es gleich sehen. Also, ich tue hier nur mal schnell mein Inventar ein bisschen aufräumen und... Ja, wir werden dann auch gleich mal mit dem Chestlager ein bisschen weitermachen. Weil da müssen ja noch die ganzen Items rein und das werde ich dann wahrscheinlich gleich mal machen, weil mich das hier richtig aufregt. Ich pack's gar nicht mehr, weil ich habe immer wieder neue Items im Inventar und dann halt passen die hier nicht mehr rein. Und dann, ja, seht ihr schon, hier ist auch Pflasterstein drin, wo dann nur der Mist reinkommen sollte. Und das war eigentlich die Chest für Pflasterstein, die ist schon voll und so weiter. Es kommt einfach alles durcheinander und deswegen, ich brauche einfach einen Chestlager. Und das hier können wir auch mal abreißen. Ja. So. Gut. Das war eins der ersten, oder eigentlich das, die erste Sache, die ich in dieser Welt gebaut habe. Und die reiße ich jetzt ab. Fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Naja. Muss raus sein, ne? Was sein muss, muss sein. So. Sieht das hier schon viel anders aus, glaube ich. Und wenn die Chests dann auch wechseln, dann wird es schon. Sieht das dann viel natürlicher hier aus und das. Und der Zaubertisch. Muss ich dann auch wegmachen. Mit Silk Touch. Also nicht den Zaubertisch, sondern die Bücherregale mit Silk Touch. Damit ich nicht wieder Holz verbrauchen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber wenn man Bücherregale abbaut, bekommt man 3 Bücher. Also muss man dann wieder quasi. Ja, mit Holz, mit 6 Holz und 3 Büchern, die wieder craften. Also man verliert eigentlich nur das Holz. Aber das ist ja trotzdem was wert, ne? Holz, das braucht auch Zeit, bis man Holz bekommt. Gut, also, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Stein. So, 2 reicht nicht. Brauchen wir schon ein bisschen mehr. Wo ist denn Stein? Stein, Stein, Stein. Da ist es. So. Soll ja schön natürlich aussehen. Wir möchten ja nicht, dass wir hier einen Pflasterstein sehen. Dann sieht es ja so aus, als wären wir hier schon gewesen. Und das wollen wir nicht. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und den hier könnten wir eigentlich auch mal abbauen. Wow! Hier ist also das ganze Knochenmehl. Wow! Jetzt, okay. Machen wir das mal ein bisschen schöner hier. Wie nennt man sowas, wenn man die Welt ein bisschen umbaut? Mir fällt das Wort nicht ein jetzt gerade. Wie heißt es? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Naja, hier muss das ganze Zeug rein. So. Ihr seht schon, ich packe das einfach irgendwo rein. Das packe ich gar nicht. Ich will immer alles sortiert haben. Ich bin einfach ein ordentlicher Mensch, ne? So. Es ist nicht so meins. Einfach alles unsortiert zu haben. Ja, also wir gehen jetzt mal rüber zu der Dingfarm. Ja, warte mal, ich muss das noch abbauen. So. Spender lassen wir noch da. Da ist es ganz genau mit den. Ach nee, den Spender lassen wir nicht da, was glaube ich. Packen wir einfach das ganze Knochenmehl in die Monster Chest rein. Ist ja jetzt eh schon wurscht, ne? Wo wir die ganzen Sachen reintun. Weil eh alles schon so unsortiert ist. Obwohl, naja. Wenn wir das dann umsortieren, ne, das ist dann wieder so eine Sache.
Muss man erstmal das ganze Zeug wieder finden. Was denn die richtige Chess gehört. Na, also so sieht das jetzt hier. Oh, haha, ja geil. Es wurde ein großer Baum. So habe ich es mir gewünscht. Und später möchte ich vielleicht, dass man die Fackeln nicht mehr sieht. Also dass da vielleicht irgendwie Leuchtsteine oder so in dem Boden und in den Bäumen vielleicht versteckt sind. Und da hinten der Baum ist auch schon gewachsen. Also seht ihr das? Das ist doch viel besser als davor. Ihr könnt auch mal den Seed eingeben. Also hier, ne? Seed. Gebt den mal in Minecraft ein. Checkt die Welt aus. Das Nether-Portal müssen wir übrigens auch noch wegtun irgendwann mal. Und das Bett. Müssen wir alles verschieben. Gibt es noch so viel zu tun. Also checkt den Seed aus und schaut vorher und nachher. Wie sah dieser Fleck hier vorher aus und wie schaut er jetzt aus? Also checkt mal und sagt mir, was ihr besser findet. Vorher oder nachher? Gut. Oder habt ihr oder hättet ihr irgendwelche anderen Ideen, was man hier machen könne? Außer halt mit Gras, ne? Also ich finde das einfach perfekt. Hier mache ich dann auch noch so eine Wand mal rein und jetzt sieht man das hier auch gar nicht mehr. Das ist einfach so geil. Es wurden noch irgendwie mehr Hühner, oder? Hm, komisch. Naja, also ein Enderman lassen wir jetzt mal in Ruhe. Und ja, ansonsten finde ich es recht geil. Hier ist auch jetzt so eine Steinwand, da kommt man auch nicht mehr runter. Hier ist sowas, finde ich auch recht geil. Ah, ich finde es einfach so geil. Das Gras, das macht es einfach so schön, Mann. Das macht so schön, hier zu leben. Das Huhn ist schon auch ziemlich lange hier. Ja, wenn man hier steht, einfach so schön. Gut, also wir gehen jetzt wieder mal weiter, weil sonst bleibe ich hier noch ein bisschen länger. Weil es so schön ist. Gut, die Ecke hier will ich auch mal ändern, weil es gefällt mir eigentlich gar nicht mehr, wenn ich mal ehrlich bin. Und ja, dann rennen wir hier um die Ecke. Muss mal wieder Hühnchen essen. Die Hühnerfarm läuft mal so, es gibt noch ein paar Probleme. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber hier habe ich jetzt auch wieder was geändert. Also ja, so sieht das hier jetzt aus. Ich habe jetzt, um den, ja, da sieht man noch durch, ist ein bisschen schlecht, aber muss ich vielleicht mal ändern. Also ich habe jetzt die Schienen da bei der Chest halt, dass das alles in die Chest platziert wird. Und die Chest sieht jetzt auch, ist jetzt hier unten. Habe ich weggemacht. Ich habe jetzt nur Hoppe hin, um die Items zu transportieren. Weil das fand ich einfach scheiße, wisst ihr? So eine extra Lore da hin zu platzieren und die tut dann die Items so ja, in die Chest hier oben rein. Das ist einfach scheiße. Weil die Lore war dann auch weg, wo ich wieder gekommen bin. Das hat mich einfach aufgeregt, wisst ihr? Und nee, das ist echt nicht so. Hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ist auch eigentlich ganz gut so im Boden. Kommt man gut hin und schaut eigentlich auch nicht schlecht aus, oder? Dann hier die Decke so mit Holz und ja, ihr wisst auch, dass da Lava ist, ne? Also vielleicht kann man es besser sehen, wenn ich das hier wegmache, so. Und da ist die Lava, ne? Und da muss man außenrum, also sagen wir mal, machen wir hier mal ein kleines Experiment. Also das ist jetzt Lava, ne? Wenn ich jetzt hier außenrum überall Blöcke rum mache, so. Und dann hier Holz ist. Dann kommt die Lava, also dann kann die Lava trotzdem noch das Holz anfackeln. Oder das da zum Beispiel an der Decke. Und wenn man das dann so macht, also so ganz einschließt, die Lava, an allen Ecken, und dann nochmal so ein Ding. Also wenn die Lava in einem 3x3, also in einem 3x3 Block quasi, also so, dann unten halt auch noch 3x3 außenrum überall. Wenn quasi außenrum um die Lava überall Blöcke sind, also auch hier in den Ecken, dann kann die Lava nicht mehr sich weiter verbreiten. Also sie kommt dann nicht mehr an das Holz heran. Und ja, das müsst ihr euch merken, das ist was ganz Wichtiges. Und ja, das ist nur mal so ein kleiner Tipp. Und das habe ich gemacht und deswegen fackelt ihr jetzt nichts mehr an, wie es ja davor war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Naja, hier habe ich auch Lichter in die Decke gemacht. Hier sind meine schönen Kühe. Und ich glaube, ich packe da trotzdem noch ein paar mehr Kühe rein. Ich habe immer gesagt, dass es sich nicht lohnt, wenn man jetzt 3 drin hat oder 4, weil ich weiß auch nicht warum. Aber es ist eigentlich besser, wenn man da mehr drin hat, weil dann kann man auch mehr auf einmal breeden. Und dann geht es auch viel schneller. Zum Beispiel hier haben wir ja 4 Schweine, also kann man immer 2 2 Schweine auf einmal in das Karussell schicken, in das Todeskarussell quasi. Gut, hier habe ich ein bisschen, ne, Weizen und Karotten rein, dann kann man hier hochgehen, so.
Hier habe ich außerdem noch ein bisschen, ne, schöner gemacht. Holz, Sandsteinreppen und das da. Sieht er ja. Richtig prächtig, da ich sagen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und ja, also das ist dann mal das Schlachthaus. So sieht das auf jeden Fall aus. Also wenn es gefällt, lasst einen Kommentar da mit. Ich find's geil. Das würde mich freuen. So, dann hauen wir hier noch Holz hin und dann passt die Sache. Nee, nicht da. Naja, ist wurscht. So, endlich ist das hier jetzt fertig. Da würde ich mal sagen, hauen wir noch ein Ding rein in die Mitte. Oder im Boden. Ja, hauen wir es im Boden, weil der Boden ist eh so langweilig. So, mal schauen, ob das dann gut aussieht. Ich denke schon. So. Gut. Ah, Mist. So, jetzt aber. Bam. Und ist es jetzt an oder nicht? Nee, ne? Oh, verdammt. Was tue ich denn nur? So, jetzt aber. Bam. Bam. Wonderful. Einfach nur wunderschön. Hulala. So, dann würde ich mal sagen, farmen wir ein bisschen XP. Ja, Leute, das war es doch schon wieder mit dieser 13. Folge von Michi spielt Minecraft. Ich muss mich ja nochmal bei euch bedanken, dass ihr mich so weit begleitet habt. Dieser Weg, 6 Monate jetzt, ja. Also für die, die schon von Anfang an dabei sind, Servus und liebe Grüße, ihr seid die Besten. Und für die Neuen unter euch, ja, ihr seid auch geil. Ja. Yeah. Stay tuned. Ich bringe auf jeden Fall geile Scheiße raus. Und ja, ihr könnt mir Vorschläge, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten, jede Frage halt. Aber wenn es halt irgendwann mal zu viele werden, dann ja, ja, ist es ein bisschen schwer. Und ich habe auch ein Real Life, also manchmal kann es ein bisschen länger dauern, bis ich antworte. Weil ich da vielleicht nicht da bin. Aber wenn ich da bin und wenn ich die Antworten gerade sehe auf meinem Handy, weil ich kriege immer, ne, auf dem Handy klingelt es immer, wenn ich eine Nachricht oder so habe, wenn irgendwer einen Kommentar macht, wenn ich einen neuen Abo habe oder irgendwas halt, klingelt mein Handy, also kann ich immer gleich antworten. Natürlich, wenn ich irgendwo anders bin, also Volksfest oder so, habe ich natürlich kein Internet, also ich habe keine Flatrate oder Vertrag habe ich auch noch nicht auf dem Handy. Also, ne? Ja, was werden wir machen? Kann ich halt erst antworten, wenn ich wieder daheim bin. Aber ich bin ja fast immer daheim. Ja, also, das war's mit dieser 13. Folge. Ich hoffe, euch hat mein Gelaber mal wieder gefallen und vielleicht habt ihr irgendwas wieder dazugelernt. Ja, also, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Diese war ein bisschen, ja, ein bisschen nach längerer Zeit, ja. Also, haben ein bisschen gedauert, bis sie jetzt rauskam, aber ja, ich habe halt auch nicht immer Zeit. Es war jetzt auch Projektprüfung die Woche und jetzt habe ich 2 Wochen Ferien. Muss ich aber auch viel lernen, weil danach kommen wieder Prüfungen, Quali. Und ja, also Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im nächsten Video wieder. Haut rein!